Ja, ein herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Wir machen wie immer da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wie immer bin ich diesmal auch nicht allein, denn ohne Captain an Bord fliegt es sich doch nicht so gut in einem Raumschiff, oder? Das würde Jean-Luc Picard sicherlich bestätigen. Ja, denn mit dem Hobby-Alkoholiker Commander Riker am Steuer dürfte es schwierig werden. Ja. Ja, ich glaube, beim letzten Mal haben wir aufgehört mit ein paar Nebenmissionen. Ich muss mal gerade kurz gucken. Ah ja, die haben wir erfüllt. Da müssen wir die Alte informieren. Da müssen wir den informieren. Da haben wir noch eine Nebenmission offen. Ja, der Konrad Werner, der ist sowieso so eigenartig. Und die Reporterin müssen wir auch noch mal informieren. Also wir haben drei Nebenmissionen, wo wir auf der Citadel jemanden informieren müssen. Nichtsdestoweniger würde ich mal sagen, wir machen mal mit einer der Hauptmissionen weiter. Können wir gerne machen. So. Ah ja, stimmt. Beim letzten Mal haben wir diesen Riesenwurm platt gemacht, fällt mir gerade ein. Ja, stimmt, aber was. So, die DLC-Mission haben wir ja auch noch. dann würde ich mal sagen, reisen wir mal nach Nuveria. Ja, das passt, weil das habe ich jetzt in meinem Singleplayer-Durchgang noch nicht gemacht. Spoiler-Alarm. Ja, also 360 habe ich damals ja durchgespielt, aber halt auf der Xbox One, da war dann, das noch nicht. Dann wirst du erstaunt sein, dass die Mission hier komplett anders ist in der Remaster. Da haben sie eine ganz neue reingebastelt, also Spoiler. Nein, Quatsch. Vielleicht hättest du jetzt sogar geglaubt, es ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich es auf der 360 gespielt habe. Nee, ist tatsächlich nicht so. Nein, auch nichts drüber gelesen zu haben. Nee. Ich meine, klar, grafisch hat sich ein bisschen was verändert, aber an den Dialogen wäre mir nicht aufgefallen, auch wenn es bei mir lange her ist, dass ich die ursprüngliche Version gespielt habe. Ja, bei mir ja eh nicht, das ist ja so gut, das muss man überlegen. Schon so Landekontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Ich wollte nur nachgucken, mein Mass Effect. Normandy, Ihre Ankunft ist nicht geplant. Unser Verteidigungssystem wird aktiviert und auf Sie gerichtet. Nennen Sie uns den Grund Ihrer Ankunft. Eine Zitadellmission. Wir haben einen Spectre an Bord. Landeerlaubnis erteilt, Normandy. Angefangen, das war kurz bevor Mass Effect 3. Bitte richten Sie sich darauf ein, dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden. Wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist, werden wir Ihr Schiff beschlagnahmen. Sehr gastfreundlich. Hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen. Freundlich wie immer, diese außerplanetarischen Landebuchten und ihr Personal, was die Landung verwaltet. So, klauen uns mal eben hier noch so ein paar Codex-Einträge, aber viel wichtiger Erfahrungspunkte. Und dann, wir haben die Dinges haben wir auch beim letzten Mal schon befreit. So, dann nehmen wir mal Tali mit und würde Sinn machen, Ashley mitzunehmen für ausgeglichenes Erlebnis, aber ich weiß gerade nicht so. Nehmen wir Garus mit. Kann man nicht viel mit falsch machen, glaube ich. Ja, damit er seine Freizeit nicht immer nur mit Kalibrierungen verbringt. Eben. Man kann ihn nicht immer an den Kanonen rumfummeln lassen, wobei im ersten Teil macht das ja noch nicht. Er hat das nur noch nicht zugegeben. Naja, er hockt ja immer bei dem Fahrzeug rum. Ja, wer weiß, was er da kalibriert hat. Wäre besser, hätte er die Stoßdämpfer kalibriert, damit das nicht so eine wackelige Physik hätte. Mir fällt gerade auf, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich das jetzt in 1080p spiele, aber das Gesicht von Tali ist sehr gut sichtbar. Ich meine mal was gelesen zu haben, dass sie das Modell von ihr an Teil 2 und 3 angepasst haben oder beziehungsweise übernommen haben. Ja, das ist richtig, den Anzug davon, aber irgendwie ist das... Es ist mir vorher beim Spiel nicht aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich das in der geringeren Auflösung spielen muss oder so. Weiß ich nicht genau, aber mir fällt nur gerade auf, dass das irgendwie
ziemlich gut sogar sichtbar ist. Was vorher konnte man eigentlich nur so die Augenpartien immer ausmachen. Aber naja, okay. Müsste ich beim nächsten Mal auch mal drauf achten. Auch interessant. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier so Schönes auf uns wartet. Bei unserer nicht enden wollenden Suche nach Saren und den Geth. Die geht. Ja, oder die geht. Geht halt gar nicht, wenn man die so nennt, ne? Ja. Naja, da steht auf jeden Fall schon mal unser Empfangskomitee bereit. Aber ich würde sagen, es gibt doch Schlimmeres, also würde ich sagen, geht so. Wir sind nicht hier, um Probleme zu machen. Ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt. Ich brauche Ihre Papiere. Ja, immer freundlich, wenn man sich als erstes mal nicht vorstellt. Sie zuerst. Wir sind hier das Gesetz. Erweisen Sie uns Respekt. Ich bin Captain Maeko Matsuo. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus. Die sind das Gesetz. Oder wie würde man sagen, I am the law. ich bin langweiler als Sie, auch interessant. Sie müssen nur wissen, dass ich wichtiger bin als Sie. Die wollen Ärger machen, Ma'am. Sie dürfen den Raumhafen erst betreten, wenn Ihre Identität bestätigt wurde. Sichern Sie Ihre Waffen, Sergeant Sterling. Die Zitadellautorität übersteigt die Ihre. Oder überhaupt nicht fragen. Ja, komm, wir kooperieren mal. Ganz ruhig. Ihre Station, Ihre Regeln. Bin direkt hinter Ihnen. Ist die Panzerung in gutem Zustand? Captain Matsuo, halten Sie sich zurück! Wir haben Ihre Identität bestätigt. Spectre sind autorisiert, hier Waffen zu tragen, Captain. Sie können passieren, Spectre. Hoffentlich verläuft der Rest Ihres Aufenthalts ruhiger. Parasini-San wartet oben auf Sie. Benehmen Sie sich. Ja, also auch der Rang eines Captains öffnet nicht alle Türen, ne? Willkommen in meiner Welt. Verschwinden Sie von hier. Sehr freundlich. Also nicht, ich meine jetzt nicht dich, sondern sie sagte ihr gerade, die wollte sie nur mal was Nettes fragen und sie kommt gleich an mit verschwinden Sie hier. Ja, in dieser Welt ist ein Spectre ein höherer Rang als ein Captain. Eine Überwachungskamera. Ups. Waffendetektoren. Ignorieren Sie den Alarm. Ich bin Gianna Parasini, Administrator Anoles Assistentin. Wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andockbucht. Ja, das war sehr freundlich. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Gern geschehen. Ihnen sollte klar sein, dass unsere Sicherheitschefin nur ihre Arbeit gemacht hat. Zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen. Die Direktoren tun alles, was in ihrer Macht steht, um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen. Meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden. Sehen Sie sich vor, sonst begraben die Direktoren Sie unter Anklagen. Dann werden Sie einen Asari-Anwalt brauchen. Wusste gar nicht, dass Asari gute Anwälte sind. Muss ich wohl überlesen haben. Naja, wenn bei den... Ist dir vor kurzem Haare etwas Ungewöhnliches keine passiert? Haare, aber diese komischen Tentakel-Dinger da. Und eine Asari-Matriarchin kam vor einigen Tagen vorbei. Lady Benesia. Sarens Helferin ist hier? Ah, shit, ich glaube, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir Liara hier mit hinnehmen, weil ich hatte jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass er hier die Benesia ist. Muss man zwar nicht, aber das bringt zusätzliche Dramatik mit rein. Drama, Baby, Drama. Kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort. Können Sie mir sagen, wie ich da hinkomme? Sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe, um den Raumhafen verlassen zu können. Dann bin ich gerade zu voll zu. Wo finde ich den Administrator? Sein Büro ist auf der Hauptebene. Oben, links, neben dem Fahrstuhl. Verstanden. Können wir jetzt reingehen? Natürlich.
Kommen Sie zu mir ins Büro des Administrators, wenn Sie Hilfe brauchen. Commander, es könnte klug sein, Dr. Zoni mitzunehmen. Sie kennt ihre Mutter besser als jeder von uns. Sogar er sagt das, ne? Dann gehen wir nochmal eben kurz zurück. Also wenn Garrus natürlich sagt, das wäre klug, sie mitzunehmen, dann machen wir das. Wir haben Blödsinn! Die fühlt sich bestimmt großartig. Smarter. Attraktiver. So, bereithalten, Landungstrupp. Raus. Dekontamination aktiv. Ja, ich weiß, es gibt auch Punkte im Spiel, wo man die Zusammenstellung wechseln kann, nur ich glaube, da Logbuch. Kommen wir so früh nicht jetzt Kommandant. Hin. So, dann nehmen wir einmal sie mit und ja komm, muss Tali eben zu Hause bleiben. No. Hat sie sich doch so schick gemacht. Ja, ich weiß, es ist rassistisch und Diskriminierung, aber Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Manchmal ist man Entscheidung zu treffen, ne? Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nee, mit denen will ich nicht mehr reden. Die waren unfreundlich. Dann nehmen wir doch jetzt mal den schönen Aufzug hier runter. Willkommen im Han-Shan-Raumhafen, dem angesehensten Ort der Galaxis für unabhängige wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um die Privatsphäre anderer zu schützen, haben Sie allen Anweisungen des Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Bullshit. Wenn Sie noch Fragen oder Bedenken haben, so stehen Ihnen unsere freundlichen Verwaltungsangestellten jederzeit zur Verfügung. Kann ich auch mit einer Waffe Vielen Dank und einen angenehmen was. Aufenthalt. Aber mir ist gerade aufgefallen, oh, Berlin. Jetzt habe ich aus Versehen eine Granate geworfen. Mir ist gerade aufgefallen, bei Liara zeigen diese Tentakel-Dinger am Kopf tatsächlich nach hinten, wie bei Phoenix Wright. Ist doch ein allgemeiner Anime-Frisurentrend. Ja, aber weil wir es ja vorhin von Anwälten hatten. Ach so. Ja, da muss definitiv was dahinter stecken. Mhm. Ach man, falsche Taste. Ja, egal, so. Gehen wir mal in das schöne Büro des Administrators, weil der ist sicherlich gewillt, uns weiterzuhelfen. Mann, die ist verdammt schnell. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mit Anolees reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolees? Ja, was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Keine Wartezeiten, ne? Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Flüchtlinge von diesem Schandfleck namens Erde zu unterhalten. Das tat weh. Mhm. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit Warum kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut.
Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Ja, also ihre Dienstakte hat er wahrscheinlich nicht gelesen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Ja, okay. Wollen wir mal seine Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen? Das ist ja fast so teuer, als würde man eine 090er-Nummer anrufen. Die gibt's doch gar nicht mehr. Also, habe ich gehört. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Liebe Kinder. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ihr wisst, ihr seid alt, wenn ihr noch 090er-Nummern kennt. Mr. Anulais ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Aber man kann es versuchen. Sieht ganz danach aus. Ich brauche eine Alternative. Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anulais. Sie sagten, dass ich mit Lorik Keen reden soll. Mr. Anulais ist nicht der Einzige, der Han Shan dank seines Passes verlassen darf. Keen ist im Hotel, da sein Büro geschlossen wurde. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Na gut, dann müssen wir wohl diesen Lorik Keen finden, der irgendwo an einer Bar entweder sitzt oder hängt. Oder im Sitzen hängt. Ich hatte auch einen Sitzen. Das kann ekelhaft sein. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Na gut, wenn die halt nicht reden wollen, dann eben nicht. Dann müssen wir nur die Bar finden. Ah ne, hier war glaube ich der Ausgang. Ah, okay. Sinn IQ. Vorübergehend geschlossen. Lily Hirex. Kein Spectre, Wunsch. Spectre, was? Ich glaube auch nicht. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute so nennt man das heute, also teures Wasser. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anulais oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin im Auftrag der Zitadelle hier und muss diese Station verlassen. Wenn Sie in die Garage wollen, brauchen Sie Mr. Anulais Genehmigung. Es gibt keine Ausnahmen. Tut mir leid. Ich glaube, die beiden haben gerade so versucht, so einen Stare-Down-Contest zu machen. Die hatten einen ziemlich irren Blick. Naja, wir kommen hier tatsächlich nicht ohne einen Pass raus. Der Multipass. Das wäre mal was. Hab ich auch schon lange nicht mehr geguckt, den Film. Hoffentlich bereuen wir es nicht, Ihnen die Waffen gelassen zu haben. Dafür werde ich schon sorgen, dass Sie das bereuen werden. Ich bereue es ja schon.
So, da hier nicht mehr so viel sonst zu finden ist, sollte die Bar wahrscheinlich hier irgendwo sein. Naja, da sitzt er sogar schon. Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Man ist nicht mal einen Meter hier drin, schon wird man von irgendjemandem wieder angemacht. Das ist schon ein Leben, meine Fresse.